Philipp bereit, ja? Gerhard auch bereit, super. So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Austria Wien gegen St. Pölten 2:1. Ja, Peter, ich darf dich um ein Resümee bitten nach diesem wichtigen Sieg aus unserer Sicht. Ja, genau. Wir sind sehr froh, dass wir uns jetzt qualifiziert haben für das entscheidende Spiel jetzt einmal gegen Hartberg. Ich glaube, es war wichtig, nach dem Hartberg-Spiel noch einmal nachzulegen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ich sage mal, 2-3 Tage ein bisschen quasi von dem Druck und von dem Dampf rauszunehmen, ohne dass wir uns zurücklehnen, weil das Freitagsspiel für uns dann schon wieder sehr, sehr wichtig ist. Aber trotzdem ist es erfreulich, dass du nicht quasi jeden Tag unter Strom stehst, vom Gefühl her, sondern mal jetzt nach diesen Wochen, die ziemlich anstrengend waren für uns, aufgrund der Komplettsituation, auch mit unseren Jungs, die verletzt waren und krank waren und jetzt wieder alle retour kommen, schaut es so aus, dass der Kader jetzt voller und voller wird in der entscheidenden Phase jetzt noch einmal. Also es ist erfreulich, dass wir es heute geschafft haben. Das ist nicht alles so ganz einfach von der Hand gegangen, war schwierig. Ich glaube, es war ein kompliziertes Spiel für beide Mannschaften, logischerweise auch für die St. Pöltener in der Situation. Und wie gesagt, wir sind froh, dass wir einen zweiten Sieg zu Hause jetzt hintereinander eingefahren haben. Dankeschön, Peter. Fragen bitte. Peter Glöbel von der Kronenzeitung möchte beginnen. Ralf ist am Weg. Bitte, Peter. Peter, ein Wort zum Grüne. Der hat es in letzter Zeit nicht leicht gehabt. Erkrankung, auch bei dir nicht oft gespielt. Ein paar Worte zu ihm. Ja, freut mich, weil was man sagen muss, ja, ich habe selten jemanden gesehen, der so viele schwere Verletzungen gehabt hat und immer an seinem Körper arbeitet, dass er fit ist, dass er Leistung bringt. Und jetzt ist er auch soweit wieder retour nach der Krankheitsgeschichte. Und wir haben ihn jetzt heute auch dann gebracht. Es war jetzt auch vom Trainingsrhythmus auch so, dass es auch okay ist. Freut mich total für ihn, dass er bei seinem Club heute ein wichtiges Tor noch erzielen konnte. Ist im Grunde, Grün ist ein verlässlicher Partner für einen Trainer und bin sehr froh und freue mich sehr für ihn, dass er heute das Spiel entschieden hat. Noch eine Frage, Anschlussfrage, Peter. Nachfrage, Grünwald, Suttner, sind das jetzt so Routiniers, die in dieser Frage, in dieser Phase jetzt auch gefragt sind? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir haben in der Saison eine relativ gute Mischung aufgebaut von Spielern, die Erfahrung haben. Da gehört der Madl dazu, da gehört der Schösse dazu, da gehört der Djuricin dazu, da gehört der Teigl dazu. Und dann haben wir sehr viele junge Spieler und diese Mischung, glaube ich, die hat sich im Laufe des Jahres ganz, ganz gut zusammengearbeitet. Nicht? Und jetzt ist halt unsere Zielsetzung mit der Mischung aus Routine und jugendlicher Leichtigkeit, dass man da vielleicht wirklich jetzt unser Ziel über die zweite Chance dann möglicherweise für die Austria nächstes Jahr doch noch erreichen. Nicht? Aber klar, das sind wichtige Spieler und die sind auch dafür da, dass sie eine gefühlte Stabilität und auch zum Teil einen Ansprechpartner für das Trainerteam darstellen. Das ist eh klar. Weitere Fragen? Gibt es noch welche? Also alles gesagt. Thomas Schrenk von der APA. Wie wichtig war es jetzt, dass man sich in Ried jetzt so ein Spiel, wo es wirklich um einiges geht, erspart hat oder Anschlussfrage, dass man halt vielleicht jetzt in Ried, es gibt ja da Wimmer oder sowas, da merkt man ja, dass er jetzt nicht ganz topfit ist, vielleicht jetzt für die, dass er halt 90 Minuten Vollgas geht, dass man da vielleicht schon möglicherweise den einen oder anderen schonen könnte. Ja, also auf der einen Seite haben wir ein paar sehr, sehr viel gespielt, stimmt, in der relativ kurzen Zeit und andere kommen jetzt wieder retour, da kannst du schon eine Möglichkeit schaffen, dass die auch Spielzeit kriegen. Dann so die Hoffnung ist, dass wir dann ja noch 3 Spiele haben, dass dann wirklich alle auch Spielpraxis haben. Also das wird schon passieren.
Noch dazu, wo es bei uns so ist, dass wenn alle fit sind, haben wir schon genug gute Spieler, die in Ried auch bestehen können. Also da werden wir schon was machen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das Riedspiel für uns total wichtig, weil wir wollen das Heimrecht haben, wir wollen zu Hause spielen, wir haben die Möglichkeit, dass wir Zuschauer kriegen. Das ist das, was wir noch mitnehmen wollen, für uns selbst, aber auch eine Möglichkeit schaffen, dass wir am Ende der Saison dann doch nochmal unsere Fans auch im Stadion begrüßen dürfen. Also wir werden das nicht leichtsinnig gehen, sondern wir werden den Weg finden von dem, wo Jungs Spielpraxis brauchen, weil wir sie dann in den nächsten Spielen auch noch brauchen. Aber über allem steht schon, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir wollen den ersten Platz in der Quali-Runde haben. Thomas Muck, Sportreport. Peter, zuerst einmal von meiner Seite Glückwunsch zum Playoff-Einzug. Heute war eines auffällig, die Defensive bis auf das Tor. Hat man eigentlich sehr wenige Situationen gehabt, wo man gesagt hat, brenzlig. Wie würdest du heute die Defensive deiner Mannschaft beurteilen? Wir haben das ordentlich gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Schösse ja auch raus war, dass wir in den letzten Wochen, würde ich mal sagen, relativ oft zwangsläufig durchtauschen mussten, je nachdem, wer heute gerade einmal zur Verfügung gestanden ist. Und man nicht sagen kann, dass die jetzt, die kennen sie natürlich, die wissen auch um ihre Stärken und um ihre Schwächen, aber jetzt so, dass es so flüssig läuft in der Abstimmung, wenn du nicht jede Woche wirklich fix miteinander spielst, ist in der Innenverteidigung, mit den Außenverteidigungen und dem Zentrum nicht immer ganz so einfach. Und ja, bin ich sehr zufrieden, kann mich auf die Jungs verlassen und das war sehr erfreulich. Ja. Anschlussfrage. Und eine Anschlussfrage, die letzten Wochen, du hast mit einem Rumpfkader gespielt, du hast selber gesagt, man wird die Herangehensweise jetzt unterschiedlich nehmen müssen, je nach Belastung. Jetzt habt ihr ein paar Tage frei, wie werdet ihr es hier anlegen? Nein, wir werden die schon auch ein bisschen weiter belasten, die das auch brauchen, damit sie spielfit sind über einen längeren Zeitraum, und andere, die relativ viel gespielt haben, da werden wir schon Montag, Dienstag ein bisschen rausnehmen, auch trainingstechnisch, die ein bisschen runterkommen lassen, im regenerativen Bereich arbeiten. Das ist das, was wir die letzten Wochen auch wirklich gemacht haben. Und das haben wir in unserer Einschätzung, so wie wir die Jungs auch erleben, haben wir das relativ gut hingekriegt. Ja. Gut, alles beantwortet. Dann sagen wir Dankeschön, wünschen noch einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntag. Danke vielmals. Danke.